JunkFoodTaster.com, and this is the Green Altenburger Goat Cheese. Yeah, Altenburg is a city in Germany, and it's they are famous for like the Skat game, which is a sort of famous card game in Germany. And in Altenburg, there's also the factory of the Gumpert cars, Gumpert Apollo. Yeah, and the cheese comes from there. Oh God, it smells very funny. Yeah, looks very interesting, doesn't it? Yeah, funny side effects, they're saying here. They're saying here it's the number one in Germany in soft goat cheeses. So I didn't know that there is so much competition in the world of soft goat cheeses, but let's don't care. I can't really tell you what it smells like because it's yeah. Oh God. It's very interesting. I already do win. Okay, das ist Altenburger Ziegenkäse. Altenburg ist ja die Skatstadt Altenburg, ne? Und da kommt dieser Sportwagen her, dieser Gumpert Apollo. Der Supersportwagen dort hergestellt. Das ist, was ich zu Altenburg weiß. Ja, in Thüringen ist das, genau. Und das ist der meistverkaufte Ziegenweichkäse in Deutschland. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Competition, also wie viel Wettbewerb im Bereich der Ziegenweichkäse ist. Nach was das riecht, kann ich nicht sagen, denn das wäre nicht gerade jugendfrei, das zu sagen, nach was das riecht. Aber schmecken tut er, darauf kommt es letztlich an. Aber es hat ja schon mal ein Ziegenkäse verkostet, das war der blanke Schrecken. Ich glaube, das war so ja, Ziegenfrischkäse. Das war fürchterlich. Das hier kann man essen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Und natürlich diese Schimmelpelle hier. Das muss man halt vertragen können. Ansonsten super Käse, würde ich sagen. Ja, was ist euer Lieblings? Krasser Käse. Ich habe das gar nicht erzählt, hier die Nährwerte und so, ne? Auch schon zerrissen hier alles. Das hier da Eiweiß 0,3, oh weia, das ist ja ganz schlecht. Ne, 0,3 Kohlenhydrate. Eiweiß hat da 27,6, ne, 26,7. Nicht mehr der Fett. Fett hat da 14,8, okay, alles klar. Okay, ja, danke für die Review. Nee, danke fürs Zusehen der Review, wollte ich sagen. Okay.